Svahlehyasana, wörtlich die Stellung des Leckens durch einen Hund, ist laut Garotes Encyclopedia of Traditional Asana eine Stellung, die beschrieben wird im Brihadaranyaka Purana, die aber nicht genauer beschrieben wird. Es wird nur gesagt, es gibt sie dort, aber man weiß nicht, was wirklich mit gemeint ist. Zwei Asanas können damit gemeint werden. Die eine wäre Ausgangsposition der Hund. Der nach unten schauende Hund, Adho Mukha Svanasana, bei Yoga wird die einfach nur Svanasana genannt. Und jetzt gib die Ellbogen zur Seite und bring den Mund Richtung Boden. Ein Asana, welches Schulter- und Oberarmflexibilität erheblich stärkt. Eine sanftere Variation von Svalehyasana geht aus dem Fersensitz. Vom Fersensitz ausgehend strecke die Arme nach vorne aus, hebe das Becken etwas hoch und wölbe dann den Brustkorb nach unten zum Boden hin, während du die Arme nach vorne ausstreckst. Gut, und dabei ist der Mund ja auf dem Boden und so bist du in Svalehyasana, die Stellung, wo der Hund etwas ablecken kann.